Die ganz große Angst vor den Wahlen am Sonntag in Griechenland scheint sich an den Märkten gelegt zu haben. Die Optionen, die derzeit durchgespielt werden, sind folgende. Erstens, die Befürworter der Sparpläne und damit auch des Euro unter Führung der Nea Dimokratia gewinnen. Dann würde Griechenland Mitglied der Währungsunion bleiben und die Märkte könnten sich fürs Erste ein bisschen beruhigen. Zweitens, die Gegner der Sparpläne setzen sich durch. Dann deutet sich an, dass die internationalen Notenbanken mit einer konzertierten Aktion bereitstehen dürften, um den Märkten frische Liquidität zu geben und damit die größte Nervosität ein bisschen zu lindern. Gestern gab es diese Nachricht nur als Marktgerüchte. Mittlerweile haben sie sowohl der Chef der japanischen Notenbank als auch Mario Draghi, der Chef der EZB, mehr oder weniger bestätigt. Deswegen also sehen wir eine ganz ordentliche Aufwärtsbewegung bereits am heutigen Tag. Der deutsche Aktienindex beim Handelsstart bis auf 6.200 Punkte gestiegen und aktuell liegen wir auch nur knapp unter dieser Marke bei 6.181 Punkten, ein Plus von 0,8%. Heute ist ja auch noch der große Verfallstermin, der sogenannte dreifache Hexensabbat, an dem sowohl Optionen als auch Futures auf den deutschen Aktienindex und auf die Einzelaktien verfallen. Das Ganze mit Blick auf den DAX um 13 Uhr und für die Einzelaktien mit der Schlussauktion auf Xetra um 17.30 Uhr. Bisher allerdings ist noch vergleichsweise wenig davon zu spüren. Insbesondere um 13 Uhr dürften dann aber doch die Umsätze deutlich anziehen. Was haben wir auf der Unternehmensseite heute Morgen? Nun, es ist relativ ruhig, was die konkreten Unternehmensnachrichten angeht. Was wir aber sehen, ist eine fortgesetzte relative Stärke bei den Versorgern RWE und E.ON mit Aufschlägen von jeweils 1,5%. Und ganz oben auf der Gewinnerseite ist die Aktie von ThyssenKrupp mit einem Plus von 3,1%. Hier sind offenbar ein paar Schnäppchenjäger unterwegs, die die niedrigen Kurse nutzen. Immerhin hat die Aktie von ThyssenKrupp seit Februar etwa die Hälfte ihres Wertes verloren.